Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hübschen, nicht wundern, wir kommen gerade vom Fahrrad, beziehungsweise vom Fahrrad, wir sind Fahrrad gefahren zum Einkaufen. Draußen ist es recht frisch, die Sonne scheint, aber es war so kalt und irgendwie habe ich das Gefühl, so Augentränen und so weiter. War doch recht frisch durch den Wind auch. Wir haben ein bisschen was eingekauft, wir waren auf dem Wochenmarkt, ein bisschen Fisch geholt und einen Einkauf würde ich ganz gerne nochmal zeigen. Viel ist es nicht. Es ist jetzt heute Samstag, er schläft noch, eigentlich ist er langsam wach, war so langsam. Kurz vor 11 haben wir das und ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz schnell den Einkauf. Und so sieht unser Einkauf aus, also sieht so ein bisschen spartanisch aus, irgendwie habe ich das Gefühl so. wir brauchten ja nicht viel. Wir haben hier mal Rosmarin, habe ich auf dem Wochenmarkt mitgenommen. Dann habe ich bei Junge für Ash Frühstück mitgenommen, einmal mit Brötchen und dann noch frische Brötchen, falls ich das schmieren möchte. Bei Rossmann habe ich Bratöl mitgenommen, wir hatten nichts mehr. Fännchen Anis-Kümmeltee ist super lecker. Dann habe ich einmal so ein Vanilleextrakt mitgenommen. Vanilleöl, Bananen. Auf dem Wochenmarkt haben wir wieder frischen Lachs geholt, den werde ich aber gleich einfrieren. Für Ash nochmal beim Schlachter, Mettwurst und Hähnchenbrust. Dann haben wir hier Räucherlachs. Eiersalat habe ich mitgenommen beim Fleischer. Ich dachte, den haben wir früher immer total gerne gekauft. Ich will mal das erste Mal probiert, ob er den lieber mag als mein. Und dann waren wir noch beim Jäger. Dann haben wir hier einmal Schweine-Wildgulasch mitgenommen. Nein, Wildschweingulasch mitgenommen. Mein Schnucki war beim Friseur. Mal ganz kurz einen Reinschnitt. Wildschweingulasch. Fasan wollten wir schon letztes Mal mitnehmen, aber haben uns nicht getraut. Und diesmal haben wir so, okay, versuchen wir den mal. Also auf jeden Fall dachten wir, das Ding wäre viel, viel größer. Aber das ist quasi, dadurch, dass sie nicht gemästet werden, halt so klein. Und eine Wildente. Ist krass, ne? Was es da nicht alles gibt. Auf jeden Fall auch nicht gemästet, recht klein. Bin sehr, sehr gespannt. Die sind muskulös, die Dinger. Ja, die sind ja die ganze Zeit immer unterwegs, ja, immer stimmt. Am Rumfliegen, ja. Am Paddeln. Und kein Fett. Also jetzt nicht mehr, aber ja. Die sollen uns auch Kraft geben. Ja, genau. Und mein Schnucki war beim Friseur, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Ja, eben, habe ich gerade eben schon mal gesagt. Guck mal, alles ab, alles kurz, alles wieder gepflegt. Im Barbershop war er. Bin immer gepflegt. Ja, auf jeden Fall wollen wir jetzt einmal frühstücken. Komm jetzt. Hunger. Schaut mal, was hier angekommen ist, ihr Lieben. Das erste Mal habe ich jetzt so eine lebende Pflanze bestellt. Habe ich noch nie gemacht. Ich fand das so lustig, weil klar, wenn man so Blumensträuße bei Blumen 2000 bestellt oder so, ist ja irgendwie, hat man schon ein paar Mal gemacht oder für jemand anders bestellt oder schicken lassen. Aber diesmal habe ich gedacht, ich probiere das mal mit dieser Eukalyptuspflanze. Ich habe die nämlich bei Dena jetzt gefunden. Und im Laden haben sie die nicht, stand zumindest so drin. Und die haben innerhalb wirklich von 2-3 Tagen geliefert. Ich bin gespannt, wie das da drin jetzt gleich aussieht. Also hoffe, dass das bei der Lieferung halt nichts kaputt gegangen ist oder so. Am besten stelle ich mal die Cam hier auf und dann machen wir das gemeinsam auf. So, wollte ich schon gerade sagen, ich traue mich gar nicht aufzumachen. Ich weiß gar nicht, also ich hoffe, dass sie sich auch so geliefert, also so transportiert haben. Die ist gar nicht so hoch, also die war 30 cm die Pflanze hoch. Guck mal, wie geil die aussieht. Ich wollte schon immer mal Eukalyptus eigentlich haben, weil ich viel damit auch bastel. Sei es jetzt Kränze oder einfach mal so in die Vase, dass man so ein paar Zweige reinsteckt. Klar kann man die auch immer kaufen, aber mir hat auch schon mal eine geschrieben, wieso pflanzt du sowas nicht im Garten? Dann kannst du immer wieder selber von dir quasi Äste abschneiden. Guck mal, so gestützt wurden sie dann. Ah, ja, okay. So sieht das Ganze aus, guck mal. Die muss ich aber heute nochmal einpflanzen, dafür brauche ich aber eine andere Erde. Hi. Hi. Und zwar soll man, habe ich bei Insta gesehen, für Eukalyptuspflanzen, Büsche, wie auch immer, es gibt sogar Stämmchen mittlerweile, Rhododendron-Erde nehmen. Habe ich gestern nicht gemacht bei Bauhaus. Weil ich dachte, ach, das dauert bestimmt, bis die Pflanze kommt. Eigentlich sollte sie in 3 Tagen ankommen, also nächste Woche. Aber kam heute schon. Also muss ich wieder zu Bauhaus. Guck mal, so sieht die aus. Aber der sieht hübsch aus.
Das ist ja wohl noch alles wachsen, ne? Das ist alles nur so ein bisschen klein, diese ganzen Triebe jetzt hier. Aber ich denke mal, das hier kann ja wohl raus. Brauche ich ja nicht. Diese Bambusstöcke. Alles cool. Das ist echt cool. Bin gespannt. Den passenden Topf dazu habe ich schon. Und brauche nur noch Erde. Vielleicht kann ich Max fragen, ob er mir was mitbringt. Weil die fahren gleich in die Richtung. Hm? Achso, das ist schon klar, mit Schuhen rum. Nö. Fahrt ihr zu welchem Brauhaus zum Beispiel? Also theoretisch. Könntest du mir vielleicht Rhododendron-Erde mitbringen? Was? Rhododendron, das ist, Rhododendron ist so eine andere Pflanze, aber man bräuchte diese Erde für diese Pflanze. Sie ist im Außenbereich. Bei denen, wenn du. Rhododendron, R-O-H, Rhododendron irgendwie Pflanze. Erde? Ja, Erde, genau. Also Bauhaus hat die. Es sind 40 Liter, glaube ich, drin. Vielleicht könntest du die mitbringen. Muss ich die extra los. So was hier? Schild. Ja, entweder so eine, aber es gibt extra noch, die heißt auch so. Nicht für Rhododendron, sondern Rhododendron Erde. Die haben sie. Die ist von irgendwas mit Flora bla bla, glaube ich. Das hier? Okay. Also sie heißt richtig Rhododendron Erde. Rhododum? Hast du dich mal geholt? Nee, geholt nicht. Rhododum. Aber das ist doch nicht Rhododendron da drauf. Und dann drin ist eine Pflanze, die wächst oft auf den Friedhöfen oder halt auch im Vorgarten manchmal. Die ist immer grün und blüht nur so zu bestimmten Zeiten. Ist eigentlich ganz hübsch, wenn sie blüht, aber meistens blüht sie ja nicht mehr. Ne? Sowas hier, das ist aber von Hornbach. Ja, nee, sowas hat aber auch Dings hier. Ja? Ja, Bauhaus hat das auch, habe ich gesehen gestern. Ich habe es noch nicht mitgenommen, weil ich dachte, das dauert, bis diese Pflanze hier ankommt. Aber nein, die Pflanze kam heute schon an. Obwohl sie eigentlich nächste Woche kommen sollte. Das brauchst du einmal? Einmal, das reicht. Das ist, wenn du im Außenbereich bist. Ja, ich frage einfach irgendwie mal. Oder so, genau. Ist ich draußen, hinter dem Rindenmulch. Außen? Seitlich, genau. Ich frage einfach. Also einfach rausgehen. Und zwar, wenn du geradeaus gehst, gibt es zwei Gänge. Einmal rechts zu den Pflanzen und geradeaus halt zu diesen ganzen Regentonnen und so weiter, ne? Weißt du noch? Und zu den Planen. Und dann kommst du aber auch schon auf diese. Auf diese also einfach geradeaus dann. Einfach nur geradeaus. Genau. Also links neben den Pumpen und sowas. Mhm. Rechts ist irgendwas zum Anbauen. Und in diese Tür gehst du nur geradeaus. Nicht rechts, sondern geradeaus. Finden wir schon. Und da ist der zweite Gang nach links und da ist. Ich frage einfach irgendwen, da kenne mich da nicht aus. Ja, danke schön. Ich nehme extra los. Einmal, ne? Ja, genau. Einmal reicht, weil da sind 40 Liter drin. Aber ihr müsst schon einen Einkaufswagen mitnehmen, ne? Und vor allem, was macht dein Rücken? Immer noch ein bisschen weh. Echt? Ja. Ich kann erst dir helfen beim Tragen. Ja. So. Riecht so gut, ne? Eukalyptus. Na gut. Das erste Mal, ich hoffe, dass er mir auch nicht eingeht irgendwann mal im Winter, ne? Weil er kann schon bestimmt den Frost gerade ab, aber zu frosty darf es auch nicht sein. Also, cool, freue ich mich drauf. Guck mal, wie schön das draußen ist. Noch halt ein bisschen windig, ne? Aber ich habe den Eukalyptus erstmal nach da gestellt. Warte, bis meine Jungs mir gleich die Erde bringen. Und dann kann ich den umpflanzen oder dort einpflanzen. Und bin sehr, sehr gespannt, wie das so wird. Weil, wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht, noch nie gehabt. Könnt ihr gerne mal schreiben, wie ihr das, ob ihr schon mal so ein Eukalyptus-Stämmchen oder halt einen Busch hattet. Also ich jetzt nicht. Bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt darauf, wie das so wächst nachher. Und wie hoch das vor allem wird, ob es hoch wird, mal gucken. Wisst ihr, was ich gerade mit euch machen möchte? Zu Ostern dekorieren, ihr Lieben. Ich habe ja die Kiste schon vor 2 Tagen runtergeholt aus dem Spitzboden. Habt ihr da hingestellt und jetzt steht sie da und steht sie da und dachte ich so, irgendwie so langsam könnte man mal anfangen, ein bisschen Osterdeko zu verteilen. Ich habe auch gemerkt, ich habe sehr, sehr viele Ostereier, die ich wahrscheinlich alle gar nicht brauche, ehrlich gesagt. Und ein paar Häschen.
Ihr seht das schon, das ist alles so relativ natürlich gehalten wieder, also ein bisschen farblos. Ich glaube, das sind sogar, richtige Eier hier, ne? Ausgepustet. Wir haben ein paar Häschen, wir haben ein paar, das ist kein Holz, das ist hier eigentlich eher sowas wie Glas, nur halt auf Holz quasi so ein bisschen getrimmt. Hier sind Holzeier. Ich gucke gleich mal, wie ich was dekoriere. Also es wird nicht viel sein, auch dieses Jahr nicht, weil ich an sich zu Ostern eigentlich nie viel dekoriert habe. Guck mal, ich habe sogar ein Häschen aus Holz. Und noch mehr Eier. Die sind ganz hübsch, finde ich. Das sind die von Depot, meine ich. Habe ich mal letztes Jahr mitgenommen, irgendwann mal. Jetzt muss ich gucken, dass ich einfach mal so ein paar raushole und die dann doch hier irgendwo verteile. Grau ist eher für draußen, würde ich sagen, weil das passt nicht so ganz farblich hier rein. Das Ei ist auch ganz cool. Ja, man muss immer aufpassen, halt, wie gesagt, wenn man hier alles aufbewahren muss, wisst ihr, dann ist es dann nicht so cool. Was haben wir hier noch? Also ich meine, bevor es kaputt geht nachher, ne, das ist immer so eine Sache. Ich habe die zwar alle so hingelegt, in der Hoffnung, dass das alles heil bleibt. Ich überlege noch, ob ich Rosa mit reinnehme oder nicht. Aber vielleicht ja, dass es ein bisschen frühlingshafter ist. Guck mal, ist auch ganz süß eigentlich. Oh, da ist ein Ei. Da drin ist ein Ei gefangen. Wie gesagt, ihr seht, überwiegend alles nur so. Achso, und diese hier kommen bei mir sowieso nur nach vorne. Vor die Tür, diese Häschen. Die sind aus Beton. Die habe ich schon sehr, sehr lange. Teilweise auch schon so ein bisschen kaputt jetzt hier, aber es ist gar nicht so dramatisch. Bei dem habe ich hier die Ohren geklebt. Ja, was haben wir hier noch? Hier haben wir nochmal ein Häschen aus Stoff. Ja, also bevor ich das alles verteile, würde ich ganz gerne dann doch noch ein bisschen sauber machen, beziehungsweise staubwischen und einmal durchsaugen. Und dann werde ich ein paar Häschen verteilen. Also ich hatte überlegt schon so ein bisschen wie. Wie gesagt, viel wird es nicht sein, muss ja auch nicht. Das ist ja halt Ostern. Ich gucke mal, dass ich einfach so ein paar Häschen irgendwo hinsetze. Wahrscheinlich werdet ihr nachher gar nicht mehr merken, wo was überhaupt verteilt ist, ne? Vermute ich mal. Ich würde sagen, ich lege jetzt mal los. Muss man die Osterdeko hier suchen. Ich bin fertig, ich habe auch nicht viel. Ich habe eigentlich nur eine Kiste und habe so gut wie fast alles verteilt, nur im Flur noch nicht. Habe jetzt hier zum Beispiel ein paar Häschen verteilt, einmal auf diese Regalböden. Dann haben wir dort eine Schale halt mit den Ostereiern und den Hasen. Mehr kann man dabei irgendwie auch nicht drauf machen. Ich habe schon überlegt, vielleicht ein paar Zweige einfach mal da in die Vase zu stecken. Ein paar Ostereier ranzuhängen. Muss ich mal gucken, aber es wird halt zu viel. Oder ich nehme das Efeu da mal weg. Ja, dann haben wir hier Häschen auf dem Tisch. Reicht völlig. Dort haben wir ein Häschen. Auch. Reicht auch. Also genauso wie da. Ein Häschen da, zwei Häschen da. Dadurch, dass sie halt eben weiß sind oder Naturfarben, fällt es natürlich nicht so auf. Ne? Als wenn es jetzt hier alles so knallig wäre. Und einen Hasen habe ich jetzt einfach hier auf den Tisch gestellt. Ich finde, das reicht. Also zu Ostern habe ich aber auch nie richtig viel dekoriert, ehrlich gesagt. Deswegen ist es für mich eigentlich ausreichend. Ne? Genauso wie
Hier habe ich noch alles, was so ein bisschen hält. Die Ranunkeln, muss ich Wasser auffüllen, ne? Sind noch gut. Da kann man theoretisch auch irgendwie eine Tulpe reinstecken oder eine andere Blume. Hier habe ich ein Häschen dazu gestellt, passt ganz gut. Leute, das war's. Auf diesem Toilette habe ich noch nichts. Da kann man aber auch ein Häschen draufsetzen. Ah, oh, wisst ihr was? Ich habe hier doch einen Osterhasen noch. Guck mal, den habe ich mal bei DM geholt. Fand ich ganz hübsch. Kann sonst auch hierher sonst. Vielleicht das Häuschen weg oder irgendwas anderes weg, weil das sonst alles irgendwie zu viel ist. So. Hier könnte ich nochmal ein paar Ostereier reinlegen. Teelicht kann auch nochmal hier rein. Ich weiß nicht, schreibt mir mal, wie es bei euch ist. Ob ihr viel Osterdeko habt. Aber ich merke das immer wieder jedes Jahr, wenn ich das alles verteilt habe, dass ich eigentlich gar nicht so viel habe. Ne? Ich finde, irgendwie reicht das auch. Wisst ihr was, ich habe mir noch ein paar Kirschzweige gefunden. Die habe ich ja gekauft bei Bauhaus und würde ganz gerne einfach mal in die Vase und dann einfach so in die Ecke stellen, um zu gucken, ob das jetzt nachher dann doch was bringt. Ne? Weil ich finde so, alles recht schlicht, man sieht es kaum, aber so gerade die Ostereier bringen es ja. Ne? Also Ostereier sind schon so, was denkst du, ja, Ostern kommt. So, ich gucke gleich mal, wie das denn da aussieht. Ich will die auch nicht allzu lang machen, ehrlich gesagt, die Zweige jetzt hier. Mal gucken, wie das Ganze so wird. Zweige habe ich übrigens ja bei Bauhaus geholt. Mittlerweile hat auch schon Rewe und Edeka, ich glaube, die haben alle irgendwelche Zweige, sodass man das schön verwenden kann. Allerdings habe ich immer, ehrlich gesagt, auch draußen einfach ein paar Zweige abgebrochen. Das ist ja eigentlich egal, ne? Nur ich dachte, vielleicht blüht die Kirsche ja dann. Ne? Mal gucken. So. Draußen habe ich noch nichts gemacht, ne? Bis auf den Tisch und auf der Terrasse. Ich habe mir gedacht, auch ich werde da super Zweige, aber ich werde eher Zweige wahrscheinlich, jeder, wenn ich welche überbehalte jetzt hier. Oder draußen einfach Zweige abschneiden von irgendeinem wunderschönen Baum. Und dann kann man da ja auch Ostereier dranhängen. So, reicht das jetzt? Aber irgendwie... Ja. Der ist eigentlich optimal, ne? Hier kann man überall was dranhängen. Andere sind relativ gerade mit Zweige. Und dem. So, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Und jetzt kommen die Ostereier dran. Ich habe mir gedacht, zu dieser Ecke passt schön halt Natur, Weiß, Beige und so weiter. Irgendwie haben die voll lange Wenzel jetzt hier. Ja, gut. Total lang, guck mal. Ich glaube, die kürzt sich jetzt. Die sieht nicht gut aus, wenn man die so lang lässt. Das ist so besser. Das ist zu lang. Schreibt mir gerne mal, wie ihr das Ganze macht. Also, ob ihr eher farbenfroh mögt, das hatte ich früher. Wir hatten, natürlich als die Kinder klein waren, ne? Dann hatte man ganz, ganz viele verschiedene bunte Ostereier und die Häschen, die waren auch alle recht bunt. Und ich weiß gar nicht, also ich mittlerweile so mit den Jahren verändert sich dann doch der Geschmack und man möchte es doch ein bisschen so ruhiger fürs Auge haben, habe ich das Gefühl zumindest. So. Bin gespannt, ob mir diese Kirschzweige nachher, ob sie blühen. Weil bei Bauhaus standen sie nicht im Wasser, komischerweise. Ich habe geguckt, ich dachte so, okay, eigentlich kenne ich das, dass die Zweige generell im Wasser stehen, aber die nicht. Ich kürze jetzt alle Bänzel, weil das sieht irgendwie nicht so schön aus, wenn die so lang sind. Ein bisschen kürzer ist besser. Ich weiß gar nicht, was wir mit den ganzen Ostereiern hier machen sollen. Ne? Draußen vielleicht nochmal ein paar anhängen. Ich wollte im Eingangsbereich auch nochmal vielleicht ein paar Zweige reinstecken. Und da halt so ein bisschen was Buntes drin. Rosa, grün. Sehen auch ganz hübsch aus.
Buch kaputt. Kaputt. Könnte ich kleben mit dem Heißkleber, ne? Aber ich habe auch da eine Schale jetzt, eine Kerzenschale, wo ich einfach so ein paar Ostereier reinlegen kann. Das sieht nämlich auch hübsch aus. So. Oi. Okay, also der Ast hält nicht so gut, weil er irgendwie gebogen ist. Ich glaube, das reicht so. Wir wollen es dann nicht übertreiben, ne? Vielleicht noch ein weißes Ei. Haben wir noch da. Na gut, ich glaube, das reicht so. Carry emotions, the weight of the ocean. You keep climbing mountains, too blind to see. It's not getting you closer to where you wanna be. Your life, the weight on your shoulders. Ist das schon besser, oder? Ich finde wenigstens so ein bisschen was zu Ostern. Ja, gefällt mir ganz gut eigentlich. Sieht passend aus, von den Farben her auch, ne? Jetzt kommt noch eine Vase für hier draußen. Ich habe ja den kleinen Tisch schon mal rausgestellt und da werde ich mal einfach mal so ein paar buntere Ostereier auch anhängen. Nicht nur vorne, sondern auch hier hinten. Habe ich mir gedacht, kann man noch ein bisschen halt rosa und grün. Die sehen alle ganz hübsch aus. Guck mal. Sehr, sehr farbenfroh. Und voilà, guck mal, das sieht doch schön aus, ne? Diese rosa, diese zartrosa und pinke Eier mit, in Kombi halt mit weiß. Ich finde es ganz hübsch. Aber ja, der Tisch ist dann auch soweit fertig. Dieser Tisch ist schwarz, schwarz-weiß-grün, bleibt auch so. Und ich weiß nicht, ob ich noch mal irgendwo anders noch ein bisschen ein paar Eier reinlege einfach mal. Oder gucke ich gleich mal alles andere. Ich möchte jetzt zum Beispiel, glaube ich, oder doch, vielleicht einfach einen Olivenbaum, ein paar Ostereier ranhängen. Weiß nicht. Ja, im Gewächshaus ist sehr warm, Schnucki. Sehr schön und warm. Oh. Ja, wie Sauna, ne? Wollen wir eine Liege hier reinstellen? Ja. Hier Sonne. Ist echt warm da. Das stimmt. So, ich hatte jetzt überlegt, die Zweige einfach hier so reinzustecken und Ostereier heranzuhängen. Es wird stürmisch bei uns schon wieder. Dann habe ich hier nochmal Osterhäschen reingesetzt. Einmal da, einmal da. Also großartig schmücken werde ich hier nicht, ne? Vielleicht ein paar Ostereier nochmal irgendwie hier rauf. Einfach so, da. Ich guck gleich mal. Ich habe hier nochmal so ein Häschen in Grau. Könnte man vielleicht auch irgendwie so reinsetzen oder so. Und die Zapfen können aber weichen jetzt. Die können weg. Wo hängen die hier? Der Hase saß drauf. Man kann auch hier vielleicht ein paar Ostereier reinlegen oder so. Wisst ihr, in die Blumen jetzt hier. Passt nämlich auch ganz gut dazu. Die Blümchen sind auch schon ganz schön gewachsen, ne? Diese hier, die waren so klein, so mini, aber die kommen. Ich bin fertig, ihr Lieben. Ich habe jetzt vorne quasi, habt ihr gesehen, diese Ostereier rangehängt und da in die Laterne ein paar Ostereier reingelegt. Dann kommt dann noch ein Teelicht rein in das Glas. Dann haben wir hier einmal den Osterkranz und hier habe ich einfach wieder ein paar Häschen, ein paar Ostereier verteilt. Ich finde, das reicht völlig aus. Genauso wie hier zum Beispiel auch nur ein paar Ostereier rein. Das reicht. Einmal da, genauso wie da.
Und da drüben, genau das gleiche, so ein paar Ostereier irgendwo. Einfach so mal so Stimmung, wisst ihr, so Osterstimmung. Und da hinten ist auch ein bisschen. Die Kinder kommen jetzt gerade zurück. Und ich muss unbedingt diese Blumen hier gießen. Da kommt kein Regen durch. Die gehen mir noch bald ein hier. Guck mal, wie die aussehen. Hier sieht es dafür jetzt aus wie Kraut und Rüben, ne? Ich habe eigentlich einiges an Ostereiern verteilen können. Ich denke mal, hier ein paar werde ich vielleicht tatsächlich auf die Terrasse einfach verteilen. Dass ich da irgendwo welche reinlege oder reinhänge. Mein Stück liegt gerade in der Sonne und sonst nicht. Ja, und ich habe den Flur noch gar nicht dekoriert. Das heißt, das ist jetzt hier mein Rest. Also viele Hasen habe ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ein paar Ostereier. Ich guck mal, wie ich das Ganze hier die Reste quasi verwerte. Was haben die Kinder? Haben irgendwas rausgesprochen? Max hat angerufen. Okay, jetzt sind die aber auch schon wieder da. Ja, also ich räume mal kurz mal ein bisschen auf und dann muss ich schon wieder am Mittag machen. Das ist kurz vor zwei. Ach, ihr Lieben, ich melde mich einmal zurück jetzt. Na, wir haben für TikTok ein Video aufgenommen. Dann musste ich hier alles sauber machen, aufräumen, weil hier Chaos herrschte. So, jetzt geht's zur nächsten Osterdeko. Ich habe ja noch ein paar Ostereier über, habe ich gedacht. Und da würde ich ganz gerne mal was machen. Und zwar brauchen wir eine Vase. Behälter, also ich habe jetzt diese Vase jetzt hier. Dafür brauchen wir einmal für die Mitte einfach mal das Innere von der Zewa-Rolle, also Haushaltsrolle. Die wird so reingesteckt, das habe ich schon mal gemacht. So. Und drumherum werden jetzt quasi Eier gelegt, also so ausgelegt. Ich hoffe, dass mir die großen Eier alle dazwischen passen. Und ja, ich würde sagen, ich schnack jetzt nicht lange und dann basteln wir einfach mal was Schönes mit euch zusammen. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. Straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know. Das sieht doch wunderschön aus, oder? Und so einfach. Ihr könnt übrigens auch statt Plastikeier einfach Schokoeier nehmen. Das geht auch. Man könnte auch noch ein paar Zweige dazu geben, habe ich jetzt aber gerade nicht, habe ja alles verbraucht. Das kommt schon mal gleich hier. Ja. Wartet mal, ich muss hier mal. Ich habe für den Flur hier irgendwie so gut wie nichts. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt damit auskomme, mit dem, was ich habe. Und hier kommt schon mal die erste Osterdeko. Boah, ich kann das gar nicht erwarten. Diese ganzen Schokoeier. Das sind keine Schokoeier, lass die Finger davon weg. Das sind keine Schokoeier? Nein. Was soll das dann? Wir wollen Schokolade. Ja, ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist das hier schon mal Osterdeko Nummer 1 und ich muss gleich mal gucken, was ich hier alles, ich habe noch ein paar rosa Häschen, eigentlich wollte ich nochmal was Weißes haben oder irgendwas in Beige, aber hab nichts mehr, hab alles verbraucht. Das hier kommt vorübergehend weg, ich lasse es nicht alles unbedingt stehen, ne, weil es ist einfach auch zu viel, wenn man zum Beispiel die Osterdeko jetzt hat, dann hast du noch Boho hier irgendwo stehen und deswegen habe ich gedacht, zwischendurch einfach mal auch das wegräumen, weil es einfach so viel ist, ne? Na gut, ihr Hübschen. So, das ist meine restliche Deko und ich muss mal gucken, was ich davon jetzt in den Flur stellen kann. Ich bin jetzt erstmal soweit fertig mit den Sachen zu verteilen, die ich habe. Für den Flur habe ich nichts. Ich habe schon überlegt, da mal kurz zu Depot zu fahren, um zu gucken, was die überhaupt da so haben. Weil ich bei Depot nämlich noch gar keine Ostersachen geguckt habe. Ganz am Anfang, als sie so ein bisschen rausgestellt haben, aber danach nicht mehr. Also habe ich gedacht, okay, vielleicht fahre ich da mal rüber und gucke, ob ich da irgendwie was Nettes finde. So ein paar Hasen vielleicht oder ein, zwei Hasen nur für den Flur. Weil so wie das da jetzt aussieht gerade, ist es recht mager. Ich habe alles gut, wie gesagt, verteilt. Hier in der Küche habe ich auch nicht so viel Möglichkeit jetzt hier. Ne? Ich habe jetzt einfach Häschen noch dargestellt. Hier habe ich ja meine ganzen Tomaten. Übrigens, ich habe gestern hier alle rausgezupft, die halt zu viele waren, umgepflanzt, versucht, gegossen. Ich weiß nicht, ob sie hochkommen oder nicht. Nein, siehst du. Wenn nicht, dann müssen sie halt weg. Ansonsten, also einige stehen, andere hängen. Das sind die ursprünglichen, ne? Die stehen alle. Die gieße ich jeden Tag oder halte sie halt eben feucht.
Dann haben wir hier auf dieser Seite halt auch ein Häschen. Das habe ich schon mal gezeigt, den Kranz. Und ansonsten war es das jetzt hier. Guck mal, ich habe jetzt auf dem Tresen einmal das hier, was ich mit euch zusammen gebastelt habe, stehen. Das reicht völlig. Und der Rest ist halt so. Ich habe jetzt einmal da noch ein paar Eier dazu gelegt, weil ich dachte, irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, Ostereier sind dann schon so, ne? Schön, so eine Osterstimmung kommt dann. Und hier haben wir, auch habe ich ein Tablett jetzt dekoriert. Das Häuschen ist, denke ich, mir mal zu viel. Aber so die anderen Sachen sind doch eigentlich ganz cool. Also, fertig. Einmal so. Und ja, den Rest habt ihr schon gesehen, ne? Da habe ich jetzt nichts geändert, alles ist so geblieben, wie es ist. Und hier auf dem Kamin ist bei mir auch nicht viel, ne? Guckt, ein Hase da, das war's. Keine Ostereier. Ich habe schon überlegt, hier vielleicht nochmal ein paar Tulpen oder so reinzustecken, aber im Grunde, wie gesagt, es ist wirklich nur so für ein paar Wochen jetzt, ne? Und die Bank habe ich dann so dekoriert, einfach ein Häschen dazu gesetzt und das war's dann. Das reicht, denke ich mir mal. Für den Flur nur gefällt mir das nicht so ganz. Also das ist mir alles irgendwie ein bisschen zu mager. Guck mal, ich habe die beiden Häschen dazu gesetzt. Das war's. Mehr habe ich nicht. Das ist leer. Da konnte ich nochmal was, zwei Eier loswerden und ein Häschen dazu gerade reingelegt oder reingesetzt in dieses Regal. Alles andere ist hier soweit leer. Ja, das war's. Also hier ist mir das zu wenig. Ich würde hier ganz gerne nochmal vielleicht irgendwie was hinstellen. Oder? Für alle, die halt das sehr, sehr minimalistisch mögen, sagen, was? Reicht. Völlig. Ich denke immer so, irgendwie. Also, ich würde sagen, ich weiß nicht. Ich pflanze mal ganz schnell mal meinen Eukalyptus um oder in den Topf ein und dann fahre ich ja mal zu Depot, guck mal, was die so haben. Ich muss da ja nichts kaufen, ich will einmal nur kurz gucken, vielleicht finde ich ja dann doch, ich möchte gerne einen größeren Hasen haben irgendwie, wo ich einfach als einsetzen kann. Schauen wir mal. Alles andere ist fertig, dürft ihr suchen, ne? Wie, im Grunde wie Ostereier suchen, sucht bei mir jetzt hier... Osterdeko, aber reicht völlig. Ich habe sogar meinen Kranz, mit dem ich mit euch zusammen gebastelt habe, rausgeholt. Guck mal, da ist der Kranz. Passt auch ganz gut einfach dazu mit dem Häschen. Und da ist ein Häschen. Frau Ostern, Schnecke. Ja, das war's, meine Lieben. Ich gehe jetzt einmal kurz raus. Eukalyptus umpflanzen. Die Erde haben die Jungs geholt. Guck mal, die liegt da. 20 Liter sogar. Haben die mir zwei Säcke mitgenommen. Wahrscheinlich komme ich mit einem Sack, denke ich mir was aus. Und danach wollte ich nochmal gerne den Tisch einmal nach hinten schleppen, den weißen. Ich finde, das ist da zu viel in der Ecke. Tisch, Bank, Kübel. Ich denke mal eher nach hinten. Alles andere ist hier ausreichend. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. Straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, that I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when. Das war's jetzt für heute. Ich bin soweit fertig. Ich habe jetzt beschlossen, doch nicht zu Depot zu fahren. Ich glaube, das reicht so, wie das da steht im Flur, weil danach muss man schon wieder, dann habe ich wieder mehr als eine Kiste. Ich habe jetzt ja eine Kiste mit Osterdeko und ich habe gedacht, wenn jetzt aber wieder was Neues dazu kommt, dann muss ich schon wieder eine zweite wahrscheinlich anlegen. Da habe ich keinen Bock, ich will ja weniger wie runter von dem Ganzen. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen was hiervon aus der Vitrine mal nehmen. Auch einmal was andere Sachen einfach. Also es muss ja nicht unbedingt jetzt Ostersachen sein, also müssen nicht unbedingt. Das kann ich vielleicht tatsächlich mit dazu nehmen nochmal oder irgendwie eine Kerze oder so dazu stellen, dass es nicht allzu leer ist. Ne? Ich habe hier alles da.
Habe jetzt gerade so beschlossen, ich habe da echt keinen Bock. Bei Depot ist sowieso alles relativ teuer und wie gesagt, ich habe ja Osterdeko da. Das reicht ja völlig. Und daher, na gut, Hübschen. Also, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon zu Ostern dekoriert habt. Würde mich mal gerne mal interessieren, weil bei Insta machen schon ganz, ganz viel, also schon seit ein paar Wochen machen die Osterdeko und also ein paar halt Deko-Queens, sage ich jetzt mal, ne? Also die Deko-Frauen. Und sieht alles wunderschön aus. Und schreibt mir gerne mal, ob ihr schon, wie gesagt, dekoriert habt oder nicht. Oder ob ihr sagt, ach, Ostern nehme ich gar nicht so jetzt für richtig voll. Oder ich mache nur ein bisschen oder ich habe dann extrem viel. Also es gibt ja solche und solche, ne, die entweder viel, viel dekorieren. Zum Beispiel Amis dekorieren unheimlich viel zu jeder Gelegenheit. Und ja, würde mich gerne mal interessieren. Also, ich würde sagen, ich hoffe, dass euch das Video hier sagen, das Video beende ich jetzt mal. Hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss.